Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu timetodo.ch, wie immer auf Schweiz 5. Heute am Freitag bei unserem Thementag habe ich dieses Mal etwas ganz anderes. Vor wenigen Monaten habe ich ihn kennengelernt und aufgefallen ist mir, dass er ein ganz neues, ein ganz anderes System vertritt. Ganz interessant heute für alle, die ein KMU selbst leiten, die Führungskraft sind in einem großen Unternehmen, die sich mit dem Gedanken tragen, einmal in die Selbstständigkeit zu gehen, oder für jeden, der arbeitet und vielleicht das eine oder andere Problem mit sich trägt. Darüber werden Sie gleich mehr erfahren. Ich begrüße meinen Studiogast. Hallo, Heinz Steudermann, ein Coach und Consulter oder ein Lehrer und Berater? Guten Abend, Norbert. Heinz, du berätst Unternehmen, Führungskräfte, alle, die im Arbeitsprozess sind, aber auf eine ganz andere Art, wie man das klassisch kennt. Die klassischen Dinge habe ich erlebt. Ich war ganz begeistert, als wir uns unterhalten haben und ich gesehen habe, dass es doch andere Wege heute gibt und dass man ganz andere Wege beschreitet, um den Mensch und Arbeit miteinander zu verbinden. Bevor wir aber schon alle Geheimnisse verraten, erzähl mal unseren Zuschauern so ein bisschen, wie war dein Lebensweg, wie bist du eigentlich zu dieser Thematik gekommen? Ich bin Banker. Das ist jetzt kein Kompliment, ne? Ich sage es im Grunde deshalb, weil das wichtig ist auch für meine Tätigkeit. Weil ich die ganze bisherige Welt der Wirtschaft und der Unternehmen und der Betriebe natürlich kenne, wie dort gearbeitet wird, was da dahinter steckt, wie sich die Mitarbeiter fühlen, wie sich die Führungskräfte fühlen und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich gut, wenn man da auch die eigene Erfahrung dann dahinter hat, weil dann kann man natürlich, wenn man mit dem Kunden spricht, einem Unternehmensleiter, einer Führungskraft, dann fühle ich, was er meint. Ja, und das ist ja heute ein ganz ein wichtiger ihn Punkt. Bewegt. Genau, man fühlt. Genau, so ist es. Das ist schon mal ein wichtiger Ansatz. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, bin in die Bereiche Vermögensberatung, Vermögensverwaltung gegangen. Das hat sich weiterentwickelt, dann schon in die Unternehmensberatung, aber zunächst einmal in die noch operative, also diese Thematiken Sanierung, Change Management, klassisch. Gründung, Outsourcing, klassisch, der ganze Kram. Diese ganzen Themen. Und da habe ich mir schon immer gedacht, da fehlt noch was, da steckt noch mehr drin in diesen ganzen Dingen. Und zwar, damals ging es dann so los mit den Soft-Facts und diesen weichen Faktoren schon mal so ein bisschen drüber zu sprechen. Habe das dann auch lange beobachtet, habe dann auch angefangen, mich mal selber zu beobachten, wie denke ich, wie fühle ich, wieso handle ich so, wie ich handle. Habe dann auch entsprechende Ausbildungen gemacht, eben schon in diese Richtung, sei es jetzt psychologische Richtung oder Coaching, auch sehr natürlich unternehmensberaterisch noch ausgerichtet. Und habe dann irgendwann mal auch tatsächlich aktiv angefangen, im Coaching zu arbeiten. Also habe im Grunde die Seiten gewechselt von den harten Faktoren hin zu den in Anführungszeichen weichen Faktoren, das heißt also mit den Menschen zu arbeiten. Und dann plötzlich auch meine innere Berufung und mein Lebenssinn gefunden, tatsächlich was zu bewegen mit diesen Menschen. Das heißt, neue Wege zu gehen. Genau, und zwar natürlich in diesem Segment Wirtschaft, weil da bin ich zu Hause und da das reinzutragen und da was zu bewegen. Wo und wie bist du heute positioniert? Wo bist du heute tätig? Welche hast du irgendwelche festen Dinge neben deinem eigenen Unternehmen?
Ich bin nebenbei, oder was heißt nebenbei, seit kurzem auch Dozent in der Medizinakademie. Das ist eine wunderbare Ergänzung zu meinem Coaching, wo ich also sehr direkt mit den Menschen arbeite im Unternehmen. Es gibt ja auch noch andere Ebenen, ich sage jetzt mal zum Beispiel unser Körper, die physische Ebene oder spezielle Themen wie Burnout oder sonstige Dinge. Und das ist ein Kreis von sehr kompetenten Dozenten zu verschiedenen Themen. Und ich glaube, es ist immer wichtig, weil nicht jeder ist ja für alles immer direkt ansprechbar oder hat eine Verbindung dazu, auch einmal dieses Kreative, dieses Spielerische einsetzen zu können und mal zu sagen, im Team zu arbeiten. Ich glaube, dass das auch ein Weg der Zukunft sein wird. Ja, nicht immer nur alles alleine und aus dem Mangeldenken rauszumachen. Das ist ja genau ein großer Punkt. Unser Wirtschaftsleben ist ja heute immer noch mit den Worten Wachstum, was für mich ein Horrorwort ist, Wettbewerb, was das zweite Horrorwort ist, und dann dieses Thema Unternehmensloyalität und sich fürs Unternehmen aufopfern. Und diese alten Begriffe, die so aus der Entstehungszeit des Industriezeitalters stammen, die sind ja heute immer noch die, die mit den Worten Tradition dann verknüpft werden und als Glorie vor sich hergetragen werden. Richtig. Wobei ich sagen muss, wenn man genau sich diese Begriffe anschaut und was das bedeutet für den Menschen, stelle ich immer wieder fest, es powert und saugt die Menschen aus. Und ich sage es mal ganz krass, und wenn sie verbraucht sind, werden sie ausgekotzt mit 45 oder 50 und fühlen sich dann leer, verbraucht und unnütz. Dein Ansatz ist ein ganz anderer. Ich würde gerne da ein paar Impulse vorwegsetzen, damit es auch verständlich wird. Es ist ja, Gott sei Dank, heute so, dass uns hier die Wissenschaften sehr stark zur Seite stehen. Mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Beweisen, die wir natürlich im Coaching auch einsetzen und nutzen können. Ich bringe jetzt einfach mal zwei, drei Beispiele, so, um da ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben. Man weiß heute, Materie sind geronnene Gedanken. Zum Beispiel. Was kann das wiederum bedeuten? Wenn der Gedanke unser Ursprung ist und wir im Grunde daraus die Materie schaffen, dann gibt es ja eine ganz andere Betrachtungsweise. Diese ganze Thematik zum Beispiel, um es einmal wieder richtig auf den Boden fürs Unternehmen zu bringen, die Wirtschaft ist schuld oder die wirtschaftliche Lage oder die Kundenzahlen schlecht oder solche Dinge, das sind alles Sachen, die in Wirklichkeit von uns ausgestrahlt und aus... Genau, ja. Zum Beispiel, ein anderes sehr markantes Wort von dem Professor Hüther, der ist aus der Neurobiologie und aus der Gehirnforschung, Motivation ist gehirntechnischer Unsinn. Aha, interessante Formulierung. Ja. Motivation ist gehirntechnischer Unsinn. Das hört sich gut an. Wie begründet er das? Man kann ja das heute alles messen und untersuchen und man hat halt da Probanden genommen, hat die entsprechend dann motiviert. Verkabelt, was auch motiviert, immer ja, genau. Und hat dann festgestellt, dass also diese Hirnareale gar nicht in der Form oder nur sehr gering oder nur sehr kurzfristig angesprochen werden. Ich meine, als Ex-Unternehmensberater kann ich das ja auch nachvollziehen. Wenn du zum Beispiel eine Vertriebsorganisation leitest, was wird da an Energie, an Zeit, an Kapital reingesteckt, damit die im Verdrängungswettbewerb immer noch weiterkommen und motiviert sind? Und diese Motivationskurven, die sind immer so hoch und dann ganz schnell wieder runter und dann ist wieder, dann muss man die nächste machen. Motivation, wenn du dich an deinen ersten Gehaltszettel erinnerst, ja, da läuft man
so damit durch die Gegend. Gut, in der Schweiz ist das nicht so, da beim Geld sind die da ein bisschen zurückhaltend. Also, okay, gut. Aber grundsätzlich ist es so, man hat einen gewissen Stolz, ja, dass man jetzt eine Stufe erreicht hat. Ja. Das macht man vielleicht hier nicht so im Kollegenkreis, aber ja, zumindest zu Hause, guck mal, ja, ich habe jetzt ja da mein erstes richtiges Geld verdient nach genau Ausbildung und so. Ja. Genau, also wobei ich heute weiß, Geld ist keine Motivation. Das ist ganz so kurz für das, wie, mhm, so eine, wie wenn ich, sag ich mal, Öl ins Feuer gieße, dann, mhm, macht es einmal wuff, und wenn das Öl verbrennt, ist die Flamme wieder so klein, so wie sie vorher, ja, war. Und wir können das an der Stelle ja gleich mal anfügen. Die Gehirnforschung hat die Antwort auch schon drauf. Und da kommen wir zum Beispiel an einem sehr praktischen Beispiel zu so einem Unterschied, wie wir arbeiten. Man weiß, oder man hat gefragt, was motiviert oder was bewegt denn jetzt einen Menschen? Und dass wir drauf kommen, alles, was ihm bedeutsam ist. Also Werte. Genau. Mhm. Was ihm bedeutsam ist, was ihn berührt, was ihn begeistert damit. Und dann brauchst du einen Menschen nicht mehr anschieben, weder durch Druck noch durch Motivation, sondern dann ist er inspiriert, dann ist er begeistert, dann hat er das innere Feuer und dann läuft er von selber. Also das heißt, die Motivation muss über das Werteverständnis gehen, und zwar exmateriell. Exakt. Ganz interessant, weil das war ja in den ganzen Zeiten, also auch als ich noch im klassischen Wirtschaftsleben drin war, diese ganzen Motivationsdinge wie Firmenwagen, Firmentelefon und so weiter, sind ja alles Gelddinge. Also das heißt, ja, da wird ja immer gesagt, guck, du brauchst kein eigenes Auto und du sparst so viel Geld und kriegst Telefone und das und Computer und was auch immer. Letztendlich, ich war immer jemand, der, ich habe mich durch den Erfolg im Prinzip motiviert. Mhm. Das heißt, für mich war entscheidend, dass ich alle Projekte, die ich gerade mit einem guten Ergebnis abschließen konnte, mhm, oder es kommt immer darauf an, wenn ich dazu eingesetzt war, auch etwas zu trennen, was nicht mehr dazu gehört, dann war das gute Ergebnis natürlich, was kaputt zu machen, weil das braucht es nicht mehr im Unternehmen. Mhm. Aber immer diese Zielerreichung, und habe irgendwann später festgestellt, dass ich ein Schulterklopfmotivierer war, also, mhm, motivierter. Das heißt, das Wichtigste war mir nicht die Kohle, das war eh klar, das konnte ich ausrechnen. Viel wichtiger war mir der hier. Hast du aber gut gemacht. Genau, ja. Wobei auch da noch zu sagen ist, auch das ist noch meine Input von außen. Mhm, natürlich. Was ich meine, ist noch eine Stufe tiefer. Das heißt, was ist dein tatsächlicher Lebenssinn? Was bewegt dich von innen raus? Und wenn wir da hinkommen, egal bei welchem Menschen, bei welcher Führungskraft, bei welchem Unternehmer, dann kommt, und das ist spürbar im Gespräch dann, wenn man wieder an diesen Punkt kommt, und der ist ja immer da, dieser tiefe Sinn, diese tiefe Berührung ist immer da. Wir haben bloß irgendwo die Verbindung verloren. Da können wir auch noch mal kurz drüber reden, über wie so sind wir so, wie wir sind im Moment. Ja. Aber wenn wir die Verbindung wieder finden und wissen, welche, es gibt zum Beispiel in der Krebsforschung, hat man das mit kleinen Kindern auch untersucht. Ja. Also die schon sehr stark Krebs oder im Endstadium hatten, und hat die dann auch mit denen gesprochen, was willst du noch geben? Das waren Bilder zum Beispiel. Ja. Die hatten einfach den tiefsten Wunsch, eine Spur noch zu hinterlassen in dieser Welt. Mhm. Und das gilt für jeden Menschen, das gilt für einen Erwachsenen genauso. Ah, das heißt, nicht ohne irgendeine eine bleibende Tatsache verschwinden wieder vom Planeten, sondern, ja, wie gesagt, dieses Thema, genau, prägen, dass ich auch bewusst hier, ja, war. Genau. Darf ich ganz kurz noch einen Satz, ja, dazu vielleicht, weil das natürlich für einen Unternehmer und für die Führungskraft, die 10, 12, 14 Stunden am Tag beschäftigt ist, schwierig ist, und vielleicht dann sich jemand denkt, um Gottes Willen, ich habe jetzt einen Betrieb mit 200 Mitarbeitern,
wenn ich jetzt jeden einen Lebenssinn finden lasse, dann bin ich dabei insolvent. Ja, ja, ja. Das geht ganz leicht, das geht ganz einfach. Das ist also nicht irgendwas Dramatisches, sondern das ist eher eine Rundlaufgeschichte. Ja, genau. Mhm. Jetzt habe ich hier mich ja auch ein bisschen schlau gemacht und habe da mal geguckt. Und dann liest man, in der Wirtschaft kommen wir mit den bisher erfolgreichsten Methoden an Grenzen. 82% aller unternehmerisch Verantwortlichen erkennen, dass neue Wege gefragt sind, um den Anforderungen der Wirtschaft des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Aber wie? Schon Albert Einstein erkannte Probleme, kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Was bleibt uns denn jetzt als neue Quelle? Woraus können wir denn jetzt lernen, um die alten Fehler nicht mehr zu wiederholen und, wie gesagt, die alten Dinge nicht immer weiterzuziehen, so lange, bis es den Riesenknall gibt? Es gibt verschiedene Schlüssel- und Ansatzpunkte. Nehmen wir mal, kommen wir mal zu dem Punkt, wieso sind wir so, wie wir sind. Es gibt in der Psychologie das Eisbergmodell. Mhm. Das ist im Grunde ganz einfach erklärbar. Das heißt, wir kommen als Geschenkpaket auf die Welt, ja, mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten. Und dann kommen wir in die Welt, das Gehirn entwickelt sich und Schritt für Schritt fangen wir an, die Welt wahrzunehmen und natürlich auch zu etikettieren, ja, wenn das dann als sich entsprechende, ja, genau. Zunächst einmal als Identifikation, also wenn man Kinder hat, dann weiß man das, der kleine Hansi sagt zunächst, der Hansi hat Hunger, dann irgendwann sagt er, ich habe Hunger und am Schluss sagt er, mein Teller. Ja? dann die Konditionierungen, die natürlich sehr stark durchs Elternhaus geprägt sind, aber auch durch irgendwelche anderen Einflüsse. Auch ein Beispiel, zum Beispiel haben viele Menschen dieses Thema des Funktionieren müssens, ja, als Konditionierung. Und das entsteht vielleicht ganz unbewusst. Junge, das Mädchen kommt heim, hat eine gute Note geschrieben, der Papa sagt, toll, super. Toll, aha, das läuft gar nicht bewusst ab, aber irgendwo kommt an, aha, wenn ich gut bin und funktioniere, dann gibt es Anerkennung, Wertschätzung, Liebe etc. Genau. Und so entstehen Konditionierungen und die entwickeln sich dann weiter zu Weltbildern. Und diese Weltbilder versuchen wir dann wieder, die strahlen sich dann entsprechend aus. Und und so kommt das Ganze dann entsprechend zustande. Und unsere Aufgabe ist dann dabei, einfach mit den Menschen zu arbeiten, in der Tiefe zu arbeiten, damit sie diese Weltbilder, diese Konditionierungen, in denen wir gefangen sind, erkennen und dann erwandeln können. Da hat uns ja auch die Quantenphysik einige Hilfestellungen gegeben jetzt. Da hat uns die Quantenphysik auch wiederum einige Hilfestellungen gegeben oder die Wissenschaften überhaupt. Also jetzt bin ich ja gerade mal auf die Psychologie eingegangen, mhm, als Beispiel. Aber auch die Physik gibt uns hier wieder Hinweise, zum Beispiel durch das Resonanzprinzip. Das heißt also, wir, was ich gerade beschrieben habe, wir senden diese Weltbilder aus, diese Konditionierungen, diese Glaubenssätze, diese Verhaltensweisen, die wir entwickelt haben, und ziehen die damit an. Also wenn ich das richtig verstehe, ist eine der Hauptdinge, die du tust, den Menschen überhaupt bewusst zu machen, wie sie strukturiert sind als erstes. Richtig. Also das höre ich jetzt so raus, dass und ich tue immer dann auf mich rückblenden, wenn ich das höre, was du sagst. Das haben wir ja schon mal besprochen, mhm, im Vorgespräch. Und
ich erkenne heute an mir sehr schnell Muster, die gewisse Reaktionen auslösen. Ich sag, wenn du 30 Jahre lang morgens aufgestanden bist und das Erste, was du gemacht hast, zur Tür rauszugehen und deine Zeitung zu holen, und irgendwann ist der Briefkasten nicht mehr da, da wirst du auch eine Weile brauchen, bis du plötzlich merkst, muss ja gar nicht mehr rausgehen, der Briefkasten ist ja gar nicht mehr da. Und so, das sind jetzt dumme kleine Beispiele, die aber immer wieder zeigen, was ich meine. Das heißt, irgendwann haben wir uns, wie hast du vorhin gesagt, eingerichtet. Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur im Haus oder in der Wohnung, sondern auch in unserem Kopf. Jetzt ist die große Frage, wo setzt man denn an? Also auf alle Fälle zunächst einmal beim Menschen und da im Innen. Ja? Denn die einzige Möglichkeit, dass wir tatsächlich in unserem Leben, in unserem beruflichen Umfeld, in unserer Arbeit etwas verändern können, ist bei uns selbst und jetzt in diesem Augenblick. Ah, auch dieses Hier- und Jetzt-Thema ganz wichtig. Richtig, das ist das. Diese Sekunde im Moment ist die einzige, die wir haben und der wir tatsächlich da sein können. Da kommen wir auch an die Qualität des Lebens wieder ran für die Mitarbeiter, die Führungskräfte. Da entsteht eine ganz andere Dynamik, eine ganz andere Power, ein ganz anderes Potenzial. Wir sind so fokussiert, der Verstand, das Gehirn, das ist ein wunderbares, tolles Instrument. Nur wenn wir das Gefühl haben, wir sind der Verstand, wir sind unser Körper, wir sind unsere Emotionen, gleich ob Wut oder Freude oder was auch immer, dann ist es viel zu eng. Wir sind viel, viel mehr. Ich komme ja immer, wenn ich diese ganzen Begrifflichkeiten höre, dann sind das ja alles keine neuen Dinge, also die jetzt neu erfunden werden. Genau. Was ich aber immer feststelle, ist, obwohl wir es wissen, handeln wir nicht danach. Sehr gut, ja. Und diese Ansatzpunkte, von denen ich sprach, das sind ja diese Dinge, wo jeder für sich beginnen kann. Wie kann denn jeder für sich erkennen, ich laufe eigentlich neben der Spur? Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Arbeit in den Unternehmen. Weil du musst immer davon ausgehen, dass viele, gerade wenn es dann auch in Führungspositionen oder auch Unternehmer, die haben ja in der Regel wenig Zeit. Ja, sondern wenn da jemand 10-12 Stunden am Tag arbeitet unter Umständen und zu Hause dann auch noch die Familie logischerweise wartet und dann sich dann noch einfach zu sagen, du musst dir jeden Tag 1-2 Stunden für dich Zeit nehmen, um dich persönlich weiterzuentwickeln, um bestimmte Themen zu lösen, ist schwierig. Das heißt, das ist eine sehr, sehr feinfühlige Aufgabe, dann des Coachings zum Beispiel auch, diese Dinge zu spüren und den Menschen dort abzuholen, wo er ist. Aha, okay. Also die erste Ebene ist immer der Mensch selber. Die zweite Ebene, auf der wir dann ansetzen können, ist das Thema Kommunikation. Also praktisch das Senden. Die dritte Ebene ist dann die Beziehung oder das Team im Unternehmen. Das Team wiederum braucht natürlich eine gewisse Richtung, also die Führung, ist die vierte Ebene. Und die fünfte Ebene ist dann das Unternehmen als Ganzes. Und das ist ja auch hochspannend. Man kann ja inzwischen auch diese Energien messen. Also ein Unternehmen ist jetzt nicht irgendein totes oder rechtliches Konstrukt, wo zufällig ein paar Menschen zusammengekommen sind, die ein Glas produzieren, sondern das kann man sehen wie eine Persönlichkeit, wie einen lebenden Organismus und der ausstrahlt. Und das sind wir wieder bei dem von vorhin, wo ich sage, es ist dann kein Zufall, wenn Dinge passieren, dem Unternehmen oder wie auch immer, sondern das ist das innere Senden.
Und dann sind wir wieder beim Unternehmer, wieder beim Menschen, weil da geht's los. Also fangen wir mal bei dem Thema Mensch an. Man hört ja immer solche Begriffe wie innerliche Kündigung, Demotivation, Dienst nach Vorschrift und solche Dinge. Ist das das, wo du zuerst ansetzt? Ja, wir setzen also in aller Regel, also es ist jetzt ein Teamthema zum Beispiel, aber auch da kommen wir fast zwangsläufig dann wieder zum einzelnen Menschen. Wir setzen beim einzelnen Menschen an und arbeiten mit dem im Großen gesprochen in zwei Richtungen, nämlich einfach mal wirklich mit dem wieder den Lebenssinn zu finden, wobei das immer derjenige selber macht. Wir sind nur Raum und Reflexion. Coaching und Beratung. Und das genau. Heißt, ich komme ja oft nicht, weil ich meine Muster im Kopf habe, drehe ich mich ja klassisch im Kreis. Genau. Das heißt, passiert das, der Chef war heute wieder sauer, jetzt verziehe ich mich und gucke, dass er mich ja nicht sieht den ganzen Tag und so weiter. Diese Dinge, die es überall gibt. Und aus diesem Kreislauf rauszukommen, zum Beispiel dann rumzugehen und sagen, Mensch, Chef, Sie sehen aber heute nicht erfreut aus, kann ich was tun, dass es Ihnen besser geht? Ne? Mal den Mut wird wahrscheinlich keiner aufbringen erstmal. Das heißt, dort aber das zu sehen, dass der Chef auch nur in Anführungszeichen ein Mensch ist. So ist es. Ja. Und da beginnt das Ganze. Kommunikation ist auch so eine Geschichte. Mir hat irgendwann, ich glaube, das ist 20 Jahre her, hat mir auch mal so ein Coach gesagt, weißt du, glaube nicht, wenn du einem anderen etwas sagst, dass das in dessen Kopf so ankommt, wie du es meinst. Auch wenn die Worte genau so formuliert sind. Weil das Aufnehmen und das Aussagen sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Ist das auch so eine Problematik heute immer noch? Das ist genau die gleiche Problematik. Den Satz, den ich da geprägt habe, ist, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, dann streiten viele. Kommen wir wieder auf das Eisbergmodell kurz zurück. Jeder Mensch ist ein Geschenkpaket. So, jetzt sprechen wir zwei, jetzt haben wir schon mal zwei Geschenkpakete, so weit, so gut. Jetzt haben wir ja unsere Konditionierungen. Lassen wir es einmal dabei, das wäre nur eine Ebene an Konditionierungen, hat also jeder nochmal eine Ebene dazu. Und dann haben wir vielleicht noch unsere Ziele, die von außen, von innen, von uns selber gesetzt sind. Dann haben wir schon drei Ebenen, dann sind wir schon bei sechs unterschiedlichen Positionierungen, die jetzt gerade miteinander sprechen. Liebe Zuschauer, sechs Ebenen, die in zwei Menschen hier drin im Studio reden, da möchte ich gar nicht weiter verfolgen, wenn der Heinz Steudemann noch tiefer geht in seiner Thematik. Wir blenden uns kurz aus für die Werbung, sind gleich wieder da, vertiefen noch einmal das Thema und sagen Ihnen, wie er Ihnen helfen kann. Bis gleich. Und schon sind wir wieder zurück bei unserem Freitag-Thementag bei Time to Do. Heute bei mir im Studio der Coach und Consultor Heinz Steudemann, der mit neuen Erkenntnissen, mit ganz anderen Erkenntnissen an die Unternehmen herantritt, an seine Kunden herantritt und von der menschlichen Ebene anfängt zu beraten. Habe ich das so richtig formuliert? Sehr gut. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir hatten eben gesprochen über dieses ganze Potenzial, was der Mensch so hat und wie er strukturiert ist und dass in der Kommunikation nicht unbedingt man denkt, obwohl der Gleiche mir gegenüber sitzt, dass er genau meine Worte so aufnimmt, wie ich sie spreche und meine. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt machst du das ja schon eine Weile. Und ich glaube auch, du hast schon ein paar Unternehmen beraten und Personen in dieser Zeit. Und Was ist denn passiert oder was sind denn die Punkte, die man sagen kann heute, was passiert dann im Unternehmen, wenn du so ein Unternehmen beraten hast? Was bleibt zurück? Was haben die Menschen davon? Was erkennen sie? Gut, zunächst einmal natürlich auch wieder ausgehend vom Menschen ist es einfach wunderbar und schön, wenn man sieht und miterlebt, wie sich Dinge auflösen, wie sich Probleme lösen, wie sich Themen lösen und plötzlich auch Dinge im Außen passieren, einfach aufgrund dieser inneren Klarheit und Klärung. Wie Kommunikationsthemen sich auflösen, das geht dann teilweise, weil du es vorher angesprochen hast, mit der Angst einer Führungskraft gegenüber. Fällt mir dieses Beispiel ein von einem Kunden, der hat eine Vorstandspräsentation
und war zusammen mit seinem Team schon ganz aufgeregt. Und dann sind die da, hat er mir nachher erzählt, zu diesem Gespräch gegangen. Und die ersten 5 Minuten müssen also schauderhaft gewesen sein. alle ganz eisig und so weiter. Und irgendwie plötzlich kam ihm dann der Impuls und da war dann diese innere Verbindung und Klarheit da. Und dann hat er so gestutzt und gesagt, ich glaube, wir haben noch gar nicht Guten Morgen gesagt. Und der Vorstand, der zuerst so da saß, ja, stimmt. Und die Stimmung, das war innerhalb von einer Sekunde war das Ganze eine ganz andere Stimmung und eine Offenheit und eine Berührbarkeit. Das heißt, du weckst in den Menschen eigentlich ihre Potenziale, die aus ihrem Wesen herauskommen, aus ihren Fähigkeiten und Talenten. Ja, da gehört dann natürlich also Themen wie Talentcoaching, Right Placement, wie das alles heutzutage heißt. Neudeutsch. Ja, genau, alles dazu. Und genau, aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, weil das ist das Fundament, auf diesen Menschen dann aufzubauen und dann in die Kommunikation zu gehen. Mhm. Dieses ganze Thema Motivation, wie löst du das? In erster Linie über dieses Thema Lebenssinn. Also bei Motivation, ich schaue, dass ich das... birgt natürlich schon mal das Risiko in einem Unternehmen, wenn man mit Mitarbeitern oder Führungskräften arbeitet, dass man auf das Ergebnis kommt, dass der an dem Platz oder überhaupt in dem Unternehmen nicht gut aufgehoben ist, sondern dass er einfach andere Fähigkeiten hat. Das kann mal passieren, aber ansonsten komme ich natürlich sehr, sehr stark da rein, dass der dann anfängt, seine Aufgabe wahrzunehmen. Aber letztendlich, wenn sich dieser Fall einstellt und du während deiner Beratung oder deines Trainings feststellst, dass der Mensch eigentlich da vollkommen fehl am Platz ist, dann ist ja das Beste, was du tun kannst, das sowohl mit ihm als auch vielleicht dem Unternehmer zu definieren, dass der Mensch endlich, ich meine, glücklich sein, das ist ja unsere Zielsetzung im Leben und nicht, was weiß ich, anerkannt sein, dass wir unser Leben nach anderen ausrichten, sondern glücklich sein kommt von innen, sage ich immer. Das kann ich nicht bezahlen, das kann ich auch nicht kaufen oder so. Ja. Und jetzt passiert ja auch viel. Heute geht man ja davon aus, der Einzelne ist im Unternehmen eigentlich gar nicht mehr entscheidend. Das alte Wort, was immer wieder geprägt wird, ich sage immer, spaßhalber, die machen nicht Teamwork, die machen Teamwork, weil sie im Prinzip zusammengezwungen wurden. Wie entsteht ein Dreamteam? Wie entsteht ein Dreamteam? Durch Wahrheit und Vertrauen. Mhm. Wenn du mal in die Teams reinschaust, in viele Teams, dann ist die Basis, der Untergrund sehr oft Mangel und Misstrauen. Sei es jetzt, dass jeder seine Position hat, seine eigene, sei es, dass ihm die Nase des anderen nicht gefällt, dass eben so Kommunikationsschwierigkeiten da sind, vielleicht wie auch unterschiedliche immer. Finanziellen Ebenen. Unterschiedliche finanzielle, hierarchische, wie auch immer geartete Ebenen. Und wir ja auch gelernt haben, eine ergebnisorientierte Kommunikation zu führen. Also mein Standpunkt oder mein Ziel, ja, und für die subjektive Teilwahrheit des anderen gar nicht offen sind. Ja. Also oft ist es ja im Gespräch so, wenn zwei miteinander sprechen, zum Beispiel wenn ich jetzt spreche, dann ist es beim anderen oft so, dass da schon wieder das Gehirn rattert, was bewertet, urteilt, wie schon wieder entgegnen? Genau, Verteidigungsposition aufbaut, etc., etc. Ja. Und dass immer jemand hinsitzt und einfach hinhört, neugierig ist auf die Wahrheit des anderen. Ja, genau. Das ist eine ganz andere Energie und eine ganz andere Ausgangsbasis, die dahinter steckt. Und bei Teams ist es dann als erstes einmal wichtig, gerade wenn so Konfliktsituationen in Teams sind, es geht ja manchmal bis hin zu, auch ein Team kann eine Depression haben. Ah, okay. Ja. Oder muss jetzt nicht alles so dramatisch sein, aber irgendwie ein Problem, ja, das nicht lösbar ist, das sie immer durchzieht wie ein Sandkorn und natürlich auch immer mehr an Gewicht gewinnt. Mhm. Dann ist das Erste wichtig, dass ich mit den Menschen erst einmal Wertschätzung und Urteilslosigkeit herstelle.
Wow, das sind ja ganz moderne Töne. Mhm. Urteilslosigkeit ist ja letztendlich in vielen Ebenen eine der Thematiken heute beim Mensch. Urteile nicht, sondern erlebe. Ja. Und das heißt ja immer, ich lasse zu, dass der andere ist, wie er ist, denn wir haben ein gemeinsames Ziel und nutze die Stärken und akzeptiere die Schwächen. Ja. Und das ist ja eine ganz neue Betrachtungsweise. Mhm. Und die würde natürlich in unser Jahrhundert gut hineinpassen, auch im Arbeitsmarkt. Wie sieht es dann aus, wenn man jetzt diese Teamfähigkeiten, wir haben das Kommunikationsproblem angesprochen, das grundsätzliche Menschenproblem. Also wenn ich mir das so anhöre, dann ist es für mich fast zu schön, um wahr zu sein, dass es heute im Prinzip, ich sag mal fast, das heißt gar nicht Unternehmensberater, für mich heißt das eigentlich Menschlichkeitsberater. Das ist eigentlich schöner die Dinge, Begriff, wo ich sage, ja. Ja, wenn wir die Ebene der Menschlichkeit auch in der Unternehmenskultur positionieren, was soll da noch falsch laufen? Weil wir sind ein handelndes Element und ich sage, schaut in euch, wie ist es im Mikrokosmos? Stellt euch vor, die Mitarbeiter, die Leber sind, die sagen dann irgendwann, ach nö, wir haben jetzt keine Lust mehr, mit dem Magen und mit dem Darm zusammenzuarbeiten, die sind uns komisch irgendwie. Ja. Das würde bedeuten, der Mensch wird komplett aus dem Gleichgewicht kommen, Vergiftungserscheinungen, wir wissen ja, was die Leber für eine Funktion hat und so. Und ähnlich muss man das heute in Unternehmen sehen, habe ich gelernt. Wenn eine Abteilung nicht bereit ist, sich zu integrieren, weil es da Diskrepanzen gibt, wie Frank sagt, dem passt die Nase und der kriegt vielleicht mehr Geld oder der andere redet immer zu viel, was dem einen nicht gefällt und so weiter, dann passiert im Unternehmen das Gleiche, das Unternehmen gerät in Schieflage. Der Unternehmer, wie erkennt er denn das? Wie erkennt denn der Unternehmer, dass bei ihm eigentlich diese ganzen emotional basics nicht stimmen in der Firma? Es ist eine Tendenz, dass immer mehr Menschen sich diesen Dingen öffnen. Also ich würde mal sagen, ich bin jetzt doch schon seit 1800, nee, ganz, aber also länger in dem Bereich tätig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückblicke, vor 15 Jahren oder 20 Jahren, da waren die Themen noch sehr, sehr außergewöhnlich beziehungsweise exotisch. Ja, ja, ja. Und immer mehr Menschen fragen sich und öffnen sich diesen Themen. Es gibt ja auch schon, gerade da kann man sich durchaus wieder ein Beispiel, ein Großunternehmen machen, die zum Beispiel Wochenend-Workshops in diese Richtung, Vision Finding oder sonstige Dinge anbieten oder die einen entsprechenden Coach für ihre Führungskräfte haben, der in dem Bereich tätig ist. Na, ich sage mal so, viele Unternehmer oder Führungskräfte erkennen es noch nicht oder sind sich dessen einfach noch nicht bewusst, indem sie sagen, Moment, okay, ich habe jetzt hier eine Konditionierung, sondern die haben ein Problem. Die haben einfach ein unternehmerisches Thema, ein unternehmerisches Problem, eine unternehmerische Herausforderung oder eben auch eine Führungsherausforderung, wie auch immer, die sie beschäftigt. Und deshalb ist es auch ganz, ganz wichtig, und das ist mir auch sehr wichtig als Botschaft, dass es eine Verbindung auch braucht zwischen neu und operativ oder zwischen diesen jetzt angesprochenen Möglichkeiten und dem praktischen Arbeiten im Unternehmen. Mhm. Ja? Kommt natürlich gleich die nächste Frage, wie arbeitet ihr denn? Bist du als Einzelkämpfer unterwegs oder ich habe jetzt gehört, Dozent, Medizinteam dahinter, Partner, das heißt der Steuermann und Partner. Mhm. Erzähl unseren Zuschauern so ein bisschen, wie du arbeitest, wie funktioniert das, wenn ich jetzt als wacher Unternehmer plötzlich sehe, Moment mal, ich glaube, den hole ich mal zu mir ins Unternehmen. Bist du der Einzige bei euch oder gibt es mehrere, die deine Tätigkeit oder diese Tätigkeit ausführen? Erzähl mal so ein bisschen über eure Arbeit. Okay. Vom Team her ist es so, dass ich, sagen wir mal, im Moment schon der Generalist auch bin in diesem ganzen Bereich, dass wir aber ein Team, einen Kollegenkreis, Kolleginnenkreis haben von, ich sag mal, je nachdem, fünf, wie man es ausrichtet und welche Qualifikation dahinter steckt, so zwischen 5 und 10
Coaches, mit denen wir auch in Unternehmen in unterschiedlichen Teams arbeiten können. Und wenn man jetzt die Akademie, die Medizinakademie nochmal anspricht, es ist ein Team von ungefähr 40 Kollegen, auch unterschiedlichster Couleur, vom Gesundheitsberater über Ernährungsmensch, über Psychologen bis hin zu auch durchaus Bewegungstrainern und so weiter. Also, dass man, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, dieses Spielerische. Ja. Also es klingt mir sehr ganzheitlich, was du mir da erzählst. Ja. Das heißt, man geht es an, ich habe ja schon vor Jahren und die Zuschauer wissen das auch von mir, ich sage, heute gehört in jedem Unternehmen auf jeden Schreibtisch eine Literflasche Wasser und wenn die abends eigentlich nicht leer ist, wenn der Mitarbeiter geht, müsste Chef eigentlich kommen und so machen. Mhm. Ist ein Ansatz jetzt. Mhm. Die Frage, die ich nämlich stelle, ja, meinst du steigerte Umsatz, sage ich am Schluss immer in der Konsequenz ja. Es vermeidet Fehler, es lässt schneller denken und somit steigert sich auch irgendwann der Umsatz. Jetzt brauche ich nicht sagen, ja, 20% sicher, Wachstum und alles, haben wir gerade eben drüber gesprochen. Aber dort beginnt es, wir haben eben Ernährung und Medizin gesagt, das heißt heute, die Schweiz wird sich gegen gewehrt, gegen den Präventionsgesetz. Ich sage immer, wisst ihr, dass die Prävention viel wichtiger ist wie die Krankenkasse. Weil wenn in der Prävention mehr getan wird, braucht es die Krankenkasse nicht, dann wird keiner mehr krank. Ja. Also ist es auch für den Unternehmer wichtig, rechtzeitig zu erkennen, dass er ganzheitliche Lösungen anstreben muss. Und das war ja in der Vergangenheit, wo alle Märkte boomten und so weiter. Heute boomen meistens nur noch die Waffenschmieden, wenn wir uns da umschauen auf der Welt. Was wird gerade gebraucht? Viele Gewehre, um Revolution zu machen. Aber viele andere Unternehmen spüren Stagnation. Schau dir die Wirtschaften an in Südeuropa, Griechenland, Italien, Spanien, alle reden bereits schon von Rezession. Das heißt, da müssen wir uns jetzt neu ausrichten. Ja. Und da sind solche Menschen, du, deine Kollegen, die Institute, eigentlich die, die neue Wege aufzeigen können. Ja. Jetzt ist natürlich schwierig zu fragen, was kostet mich das? Weil das, ich nehme auch an, du kannst das so nicht beantworten, weil es natürlich erstmal eine Bestandsaufnahme geben muss. Ja. Was will da überhaupt der und was muss überhaupt getan werden, bevor da natürlich seriöserweise ein ordentliches Angebot gemacht wird, was ganz man klar da tun kann. Ja. Also wäre die Frage natürlich Unsinn, das kann man so im Pauschalen nicht sagen. Wie sieht dein Arbeitsfeld aus? Euer Zentralsitz ist in München. Wie sieht es aus mit der Schweiz? Wir sind, wie man vielleicht durchhört, selbst wenn ich mich anstrenge, also aus dem Münchner Bereich, und wir sitzen in München, arbeiten im gesamten deutschsprachigen Raum. Das heißt auch Österreich und Schweiz? Auch Österreich und Schweiz. Werden uns jetzt auch hier gerade überlegen, ob wir uns hier auch lokal positionieren. Und dort die entstandenen Kunden einfach dann wirklich auch vor Ort gut und aus der Nähe raus beraten zu können. Was ich auch noch ganz erstaunlich fand und was ich eine neue Idee fand, ich meine, die Zuschauer wissen, Schweiz 5 ist ein Sender, wo viel über Beratungshotlines, zwar im ganz anderen Bereich gearbeitet wird, da wird in die Karten geschaut oder ins Horoskop oder etwas Ähnliches. Bei euch steht die Überlegung auf, ebenfalls eine sogenannte Unternehmer-, Berater- oder eine Emergency-Business-Hotline einzurichten, wenn Unternehmen letztendlich konsequent vor Fragen stehen und sagen, Mensch, das gibt es ja im Anwaltsbereich, es gibt Anwaltshotlines, die auch mit 4 Franken oder was getaktet sind. Sowas wollt ihr auch machen, finde ich übrigens klasse, die Idee. Braucht nicht lang und Angebot und Rechnung und hin und her. Der kommt, fragt, kriegt eine professionelle Antwort und zahlt dann, was weiß ich, 20 oder 30 Franken und hat schon mal eine neue Idee. Und das ist eigentlich für ein paar Franken recht billig. Ne? Mhm. Ist es wirklich so, wie man das umsetzt? Ja, wollen wir jetzt kurzfristig starten. In diese Richtung. Und auch gesamter deutschsprachiger Raum? Wollen wir auch gesamtdeutschsprachig machen. Also natürlich aber schon speziell also aufs Land dann immer die Nummer. Dass die Schweizer, also Schweizer Hotline haben, Schweizer die Österreicher eine deutsche Hotline. Und
diese Thematik, hat sich das rauskristallisiert aus der Menge der Anfragen? Weil das ist natürlich was, am Telefon, wenn du was beantwortest, ist natürlich klar, brauchst du nicht mehr hin, ist es auch schwierig, da das dann zu berechnen und sagen, sie, ich habe jetzt 5 Minuten mit Ihnen telefoniert, da schicke ich Ihnen jetzt eine Rechnung über 68,45 Franken oder so. Mhm. Das macht keinen Sinn. War das der Grundlage der Entscheidung, zu sagen, Mensch, wir nehmen gleich so eine tarifierte Hotline, um das dann einfach dem Kunden zu überlassen, weil er genau weiß, okay, die Preise sind es. Und ich habe, wie gesagt, ich kenne das mit der Anwaltshotline, da ist das nicht anders, habe dann einen qualifizierten Mann dran, der mir gleich bei der Lösung helfen kann. Entstanden ist es aus unserer Arbeit raus, weil wir normalerweise immer direkt beim Kunden bisher gearbeitet haben, aber immer mehr interessanterweise diese Telefoncoachings entstanden sind. Ja, also ich habe erst gestern früh mal wieder jemand aus Wien angerufen, dreiviertel Stunde Coaching. Man muss individuell dann sehen. Ja, es gibt natürlich Themen, wo ich sicherlich auch sagen würde, stopp, also das ist kein Telefonthema. Aber ich sage mal, es gibt genügend Fragen, die man tatsächlich auf sehr kurzem, sehr direkten Weg lösen kann. Wichtig ist immer, diese innere Verbindung zu haben und präsent zu sein. Mhm, ja? Und dann muss man schauen, wie es individuell ausschaut, welche Frage es ist, welches Thema es ist und dann entsprechend einfach agieren. Ah, man ist da schon so, dass das nicht ein ewig Diskussionsplattform wird, sondern das soll gezielt sein für Fragen, die in der Tagesarbeit jetzt aufkommen, genau. Wo der Unternehmer, wo ja. Der Angestellte, der ja. Im Team oder wie auch immer dann sagt, Moment mal, bevor wir jetzt da in die falsche Richtung marschieren und uns Hektik machen, nehme ich das Telefon, wähle genau. die Emergency Business Hotline okay. und frage einfach mal den Fachmann gegenüber, was er davon hält. Und wenn ich sage, wenn jetzt auch anguckt, man wird 5 oder 10 Minuten telefoniert und würde die gleichen Tarife nehmen, wie sie heute in den Hotlines verwendet werden, dann wird das 45 Franken kosten. Das ist eigentlich ein Witz. Ne? Ja. Heute ein Unternehmensberater, der, wenn der anfährt, alleine legt er schon mal 500 Franken auf den Tisch. Fahrkosten genau. und so weiter. Also das ist eine tolle Idee, finde ich gut, dass dieses Thema über Telefon-Hotlines nicht nur den esoterischen Beratern überlassen wird, sondern dass auch dort Hotlines sind, Anwalt, Unternehmensberater und ähnliche Dinge, die das Ganze stemmen können. Ja. Zur Not kommst du auch zu dem Kunden in die Schweiz und wie können dich die Kunden heute erreichen? Ich nehme an, über deine eingeblendete Website. Genau. Also ich komme nicht nur zur Not, sondern gerne. ja, weil das ist auch unser Lebenssinn, wirklich da in den Unternehmen, in der Wirtschaft was zu bewegen. Und jetzt im Moment kann man uns erreichen über die Website, über die www.steudemann-partner.de. Und ja, und da stehen auch entsprechende Adresse etc. drin. Also da gibt es auch eine Kontaktseite, über E-Mail. Ja, genau. Letzte Frage noch. Was ist das häufigste Problem, was dir in den letzten Monaten oder Jahren begegnet ist? Wo würdest du sagen, das ist der häufigste Punkt, den ich in Firmen antreffe? Wenn wir an die Wurzeln gehen, dann ist es nach wie vor der häufigste Punkt, dass die Menschen wieder zu sich selber finden. Interessant. Was meinst du zu sich selber? Wie kannst du das definieren? Dass sie, wir haben ja schon über diesen Lebenssinn gesprochen, und dass sie auch wieder das Vertrauen zu sich selber gewinnen. Das heißt, Vertrauen heißt letztendlich immer diese Dinge, ich habe viele Berichte gelesen zum Thema Depression. Ja. Weil das ist ja im Moment, das wird zur Volkskrankheit. Ja. Viele warnen schon im Bereich der Psychologie und der Psychiatrie auch und sagen, das Burnout-Thema, dieses ständige Druck- und Belastungsthema, was zwischen Angst und Unterwerfung zu Hause ist, das ist der klassische Weg in die Depressionen, in die psychische Erkrankung. Mhm.
Das heißt, wenn du sagst, die Menschen müssen zu sich finden, dann bedeutet das, dass man diesen gordischen Knoten lösen muss. Mhm. Und Angst, Existenzangst, Entlassung, wenn ich jetzt so Wort sage, was dem Chef nicht gefällt, werde ich morgen entlassen. Ja. Das heißt, dort wieder eine andere Basis zu finden und den Menschen dort wieder eine innere Sicherheit zu geben. Ja, genau. Innere Sicherheit auch schon mal von sich aus gesehen, dieses Selbstvertrauen wieder zu entwickeln. Es ist immer wieder spannend und interessant, wie sich dann Probleme, die im Außen sind, wo die Unternehmen zu uns kommen, um zu sagen, da haben wir das Problem X oder Y oder den Konflikt so und so, wie sich die auflösen, wenn es uns gelingt, mit den Menschen die zu öffnen, ihre Potenziale und diese ganzen Dinge wieder zu erkennen, ihre Konditionierungen zu lösen, dann lösen sie oft die Konflikte oder die Herausforderungen im Außen auch auf. Wie ist es, wenn du so zum ersten Mal in so ein Unternehmen kommst und diese Dinge, die ja nicht alltäglich sind, anfängst mit den Leuten zu besprechen? Sind da nicht manche ein bisschen komisch berührt und denken, was will denn der von mir? Will der jetzt mein Innerstes nach außen kehren? Ich weiß nicht, an was es liegt, aber die Menschen sind offen. Mhm. Die Menschen sind offen. Vielleicht also liegt es an deiner Qualifikation, an deiner Erfahrung, an deinem, wie gesagt, ich sage immer, am besten kann einer auf die andere Seite des Schreibtisches gehen, wenn er die Position, die er vorher inne hat, genau verstanden hat. Genau. Weil dann ist er auf der anderen Seite des Schreibtisches eigentlich sehr gut, weil er weiß genau, was da auf der anderen Seite läuft. Das glaube ich sicher, dass das was damit zu tun hat, dass die Menschen dann spüren, dass vielleicht, dass hier tatsächlich jemand ist, der sie ernst nimmt, der wirklich was bewegen will und der selber schon den einen oder anderen Schritt gegangen ist, wobei das ist... Ja, aber wie gesagt, gerade das Bankbusiness, wissen wir ja, ist ja eigentlich ein knallhartes. Ja. Und für mich ist faszinierend, von diesem Business, was ja wirklich, also für mich die High Class dessen ist, was nicht mehr erstrebenswert ist eigentlich, genau auf die andere Seite dieses Puls zu gehen und dann im Prinzip zu sagen, hey, ich will da nicht einen Uniformierten vor mir sehen, der, wie gesagt, strukturiert, uniformiert und angepasst jetzt seinen Job runterleiert und möglichst immer lächelt dabei, weil das ist der gar nicht, der da sitzt, weil der ist innerlich eigentlich ganz anders. Aber er wird, wie gesagt, vom Unternehmen, es gibt ja heute Anzugsvorschriften, immer noch Verhaltenskodexe und lauter so Dinge, wo der Mensch nicht mehr Mensch sein darf. Und ich sage heute, jeder Mensch, der im Dienstleistungsbereich ist, wenn der nicht freundlich ist, ist er im falschen Job, weil zu allem dem, was Dienstleistung gehört, gehört nun mal Kommunikation. Mhm. Und wo Kommunikation ist, gehört Freundlichkeit dazu. Und da sind wir ja bei so Basisdingen. Und wenn natürlich jetzt jemand in einen Job hineingezwungen wird, und ich weiß nicht, kann man Freundlichkeit anordnen? Das ist genau der Punkt. Du spürst es. Wenn du reinkommst und sagen wir mal, die Empfangsdame oder der Berater oder wer immer ist, nicht wirklich von Herzen freundlich. Liebe Zuschauer, wir haben heute wieder viel gelernt und viel gehört über das Thema neue Wege zu gehen, über das Thema auch Unternehmen fit zu machen für die Zukunft. Vielen herzlichen Dank, Heinz Steudermann, dass du heute bei mir warst. Der Weg von München war hoffentlich nicht beschwerlich, sondern gut. Danke dir für deine Ausführungen. Wenn Sie, liebe Zuschauer, mehr wissen wollen über Steudermann und Partner, besuchen Sie die Website. Dort gibt es auch ein Kontaktformular, wenn Sie sich beraten lassen wollen. Und es ist wirklich eine tolle Geschichte, ein toller Hintergrund. Seminare, habe ich gehört, wird es auch noch geben. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Ich bedanke mich, dass Sie heute bei mir waren und ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.